Und der muss dann die Geschichte erzählen vom rosa Schweinchen, das Fieber hat. Halt es lieber an der Hand. Ja, dann halte ich es an der Hand. Okay? Gut, dann geht es jetzt los. Auswahlverfahren läuft. Und ich fange mit dir an, mit rosa Schweinchen hat Fieber. Das rosa Schweinchen hat Fieber. Es liegt in seinem kleinen Heuhaufen und die Perlen tropfen von seiner Nase bis ins Stroh. Das ist schon völlig durchnässt. Das kleine Schweinchen, es hat Angst, dass das Ganze über ihm zusammenbricht, denn es läuft und läuft und läuft. Es gibt schon alte Gebäche. Es fließt unter das Gebälk wie Modern durch. Er fürchtet, dass es über ihn zusammenbrechen wird. Es bemerkt nicht den geisteskranken Kannibalen, der sich an ihn heranschleicht, weil er gerade auf Fleischentzug ist, weil es nicht genügend Menschen mehr gibt. Und dann schaltet ein Telefon und es ist Mutter. Und Mutter sagt, oh mein Gott, ein kleines, niedliches, rosa Schweinchen, das willst du essen? Denn er hatte es ihr kurz vorher erzählt. Er traute sich nämlich nicht, seine eigene Mutter zu essen. Falls er nämlich seine eigene Mutter essen würde, würde er... Das Schweinchen würde es nicht tun. Das Schweinchen würde leider im Stall bleiben und... Und... Ja, und... Oh nein, da ist einer ausgeschieden. Das war gemein. Angetäuscht, ja, das war gemein. Zweite Chance. Zweite Chance? Nein. Nein. Nein, du musst leider der Erste heute Abend sein. Du kriegst aber... Ja, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Wir sind bei und. Und das Schweinchen hatte viel mehr Appetit auf Schokopudding. Das hat es nämlich immer, wenn es Fieber hat. Komische Einstellung, aber so ist es manchmal. Ja, und das Schwein isst Schokopudding. Sample Nummer 2, einmal setzen bitte. Schokopudding war das Stichwort. Wer? Aber es achtete leider nicht mehr auf den Kannibalen, der sich immer weiter an das Schweinchen heranschlich, weil es einfach keine Menschen mehr gab. Und... Scheiße. Und ist raus, Nummer 3. Und das Schweinchen hatte nämlich Fieber, weil es hatte Sex mit einem Biber. Und der Biber, der hatte Sex gehabt mit einer Frau, das war eine Maulwurffrau, und die saß in ihrem Bau und die trank dann diesen Schokoladenkakao. Und den besten Schokoladenkakao macht natürlich die Oma Anneliese, und die Oma Anneliese machte sich jetzt wieder auf den... Nee, komm. Oh. Du musst doch mal hart sein. Sven ist der Boss, du musst dich leider setzen. Machte sich auf den Weg zum Schweinestall und half dem kleinen Schweinchen vor dem Kannibalen, der aber in Wirklichkeit aus Gewissensgründen keine Schweine isst. Und das war jetzt nicht ganz fair von den Kannibalen, muss man einfach so sagen. Er hatte nämlich dieses Schweinchen vorher nicht angekündigt. Du hast er gesagt. Wann war das denn? Ah ja, ganz am Anfang. Zweites Wort. Ja, tschüss. Das war nicht angekündigt, aber ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass das Schweinchen Sex hatte mit einem Biber und deswegen hatte das ja auch so ein Fieber. Und dann ist es durch den Deich durchgekrochen und ist bis nach Helgoland hingeschwommen und da hatten die... Das tat ihm auch gut gegen das Fieber. Es war ganz kaltes Meer und alles Fieber wurde weggeschwemmt in die kalten Fluten der Nordsee. Und als es dann endlich auf Helgoland war, da gab es sogar Schokopudding. Super Schwein, super Schwein, ich bin jetzt endlich so weit, dass ich fliegen kann. Ich habe kein Fieber mehr, ich kann jetzt fliegen hier. Überall drehe ich Kreise, sogar am Empire State Building. Und das würde ich gerne auch, meine Kreise ziehen, aber ich bin ja auf Helgoland und sitze da so vor der langen Anna und rum-di-dum-di-dum-di-dum, immer weiß ja darum herum, dum-di-dum-di-dum-di-dum, bin wieder in der Stadt mitten auf Helgoland, aber da ist nichts, ich sehe nur Kochlöffel und die haben Schweinefleisch im Angebot. Super! Plötzlich kam ein Filmproduzent und sah das... Das passt nicht zusammen, quietsch mal. Kochlöffel hat nur Schweinefleisch. Und das Schwein, das kriegt der Junge, aber kriegt der Embryonen, weil das Schwein war künstlich befruchtet von einem Schweinemann. Und dieser Schweinemann... Entschuldigung, du wurdest ausgequetscht. Hey, das war doch schon längst raus. Echt? Warum steht sie denn da noch da? Warum gibst du mir das Mikro? Weil sie hier steht. Ja, ist egal, weiter. Jetzt wird's schwierig. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran, woran wir stehen geblieben sind. Da waren ganz viele Kannibalen, also in diesem Kochlöffel, der uns Schweinefleisch gab. Und da kriegt es ganz, ganz furchtbar dolle Angst, weil es doch gerade erst von den Kannibalen geflüchtet war aus seinem eigenen heimlichen Schwalbla. Aber dann erinnerte sich dieses Schwein, dass es eigentlich wirklich super Schwein ist, und es sagte sich das Mantra: Ich bin super Schwein, ich bin super Schwein, und ich fliege um das Empire State Building. In meinen Träumen fiel ihm ein: Ich kann nicht fliegen, sagte das Schwein.
sagte ich der Schwein, aber es war ihm zu viel. Nee. Sven hat nicht gequietscht, aber wir haben eine Gewinnerin hier. Einen herzlichen Applaus für Viola.